Freunde, ich arbeite so gern mit Kamera RAW und deswegen will ich dir heute einfach mal zeigen, wie du auch JPEGs in Kamera RAW öffnen kannst. Ja, vielleicht hast du einfach keine Kamera, die RAWs fotografiert, sondern einfach nur JPEGs, wie zum Beispiel dein Handy. Ja, dein Handy wird in der Regel auch JPEGs fotografieren. Und wie du diese JPEGs trotzdem in Kamera RAW bearbeiten kannst, damit du einfach so in den Genuss von Kamera RAW kommst. Ich zeige dir genau drei Wege. Einer davon funktioniert, glaube ich, erst seit Photoshop CC. Und die anderen zeige ich dir, falls du nicht mit Photoshop CC arbeiten solltest, wie du trotzdem deine Bilder in Kamera RAW öffnen kannst. Also das Erste, was du machen kannst, ist zum Beispiel das Ganze aus der Bridge zu öffnen. Das heißt, du öffnest einfach deine Bridge, gehst in den Ordner, wo dein JPEG liegt, wählst dein JPEG an und klickst dann hier oben auf diese Iris-Blende. Du machst ja nichts anderes, wenn du eine RAW-Datei in Kamera RAW öffnen möchtest. Deswegen ist genau der gleiche Workflow wie bei RAW-Dateien. Funktioniert mit JPEGs also auch. Klicken wir mal drauf, dann kommst du in Kamera RAW und kannst jetzt hier deine Anpassungen auf dem JPEG vornehmen. Weg Nummer 2 ist das Ganze in Photoshop zu machen. Und zwar gehst du einfach auf Öffnen, also Datei, Öffnen, wählst dein JPEG aus. Und dann ist es jetzt seit Photoshop CC so, dass du eine Ebene in Photoshop direkt in Kamera RAW öffnen kannst. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Filter gehe, dann habe ich hier den Filter Kamera RAW. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann öffne ich diese Ebene in Kamera RAW und kann jetzt hier meine Anpassungen wieder vornehmen. Da würde ich dir auch empfehlen, diese Ebene vorher in einen Smart-Filter zu konvertieren, dann den Kamera RAW-Filter anwenden, deine Einstellungen vornehmen und dann ist es ja so, dass dieser Kamera RAW-Filter an das Smart-Objekt angehängt wird und so hast du jetzt jederzeit die Möglichkeit, mit einem Doppelklick hier auf Kamera RAW wieder in den Kamera RAW-Dialog zurückzukommen, um deine Einstellungen vielleicht nochmal zu verändern. Und wie gesagt, funktioniert erst seit Photoshop CC. Den dritten Weg, den ich dir zeigen möchte, der funktioniert auch wieder über Datei, Öffnen. Dann wählst du wieder dein JPEG aus, klickst hier unten auf Optionen und unter Format sagst du, ja, wie du diese Datei öffnen möchtest. Und ich möchte sie in Kamera RAW öffnen. Wenn ich das jetzt auswähle und OK klicke, also auf Öffnen, dann öffnet sich das JPEG auch wieder in Kamera RAW. Jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid, wie du auch deine JPEGs in Kamera RAW öffnen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, dann stell sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.